Mit gleich drei Veranstaltungen hat die Stadt Tübingen am Sonntag den Frühling eingeläutet. Antiquitätenmarkt, Frühlingsmarkt und verkaufsoffener Sonntag. Wer antike Schätze mag, der wurde in der Haaggasse fündig. Denn dort präsentierten knapp 40 Händler ihre Kostbarkeiten. Bereits am Samstag hatte der Antiquitätenmarkt offen. Zum Kauf angeboten wurden unter anderem Möbel, Münzen, Geschirr und Bücher aus vergangenen Jahrhunderten. Besucher konnten sich auch den Wert mitgebrachter Gegenstände kostenlos schätzen lassen. Beim Frühlingsmarkt waren mehr als 60 Marktbeschicker vertreten. Neben den Händlern des ganz normalen Wochenmarkts waren auch Hofläden und Kunsthandwerker aus der Region gekommen, aber auch Anbieter aus Tübingens italienischer Partnerstadt Perugia waren eigens eingereist. Ob kulinarische Köstlichkeiten oder Nützliches, bis hin zu Osterdekoration, Schmuck und Kunsthandwerk, war für jeden Geschmack etwas dabei. Und auch die Tübinger Geschäfte hatten von 13 bis 18 Uhr geöffnet. So konnten die Besucher neben dem Marktbummel auch in den Geschäften das eine oder andere Schnäppchen finden.